Okay. Nackt, alle auch Also nackt, ist das so wie ich. Alle auch Wasser nackt wie ich. voll. Also ist das, Nein, also alle ist fragen, alle auch nackt wie ich. Alle auch nackt wie ich. Guck mal, ihr habt Angst. Wallahi, ihr habt Angst. Wallahi. Ja, deswegen lachen wir, ne, weil wir Angst haben. Adlerblick, warst du mich heute behandeln, Warte doch, Seif? warte Oder hast doch, du mir warte doch. zugestimmt? Ali! Ali, Ja. ich habe schon Angst, ja. Ali, sagen wir, das bist du hier. Guck mal, der lacht. Der lacht. Ja, Ja, nee. Und im Schwimmbad sind nur Nedges. Ja, nee, du bist die ganze Zeit im Schmutz am Schwimmen, richtig? Harut, eine Frage, eine Frage. Wenn du dein Brot isst, isst du das mit Kot eigentlich vermischt? Brot mit Kacke meinst du, ne? Brot mit Kacke, nee. Ich glaube, das ist so an der Tagesordnung. Ihr geht so in die Kirche rein, Nein, dann kriegt ihr ich so das verstehe echt Fleisch nicht. von Jesus und vermischt das ein bisschen Hey, mit ich Kacke verstehe und dann voll isst echt ihr das nicht. so. Was hast du Bruder, gesagt? okay. Ist das Fleisch? Adlerblick, ich verstehe voll echt nicht, wie Muslime dieses Argument immer wieder bringen können, obwohl die ganz genau wissen, dass da nur steht, dass man auf Kot backen soll. Geh auf den Ali, Urtext, Harut, okay. wenn du Die wahrhaftig werden bist, geh auf nur. den Urtext. Ali, Lass mal Ali, Text, ein ein Satz zu Urtext. Ende sprechen da, obwohl Könnte die sein. ganz genau da lesen können, dass man nur auf Kot backen soll. Die werden noch die nächsten 500 Jahre behaupten, dass wir Kot essen. Okay, Genau. ein Gegenargument jetzt gegen mich, ich weiß nicht, wie du heißt, der mit dem roten Profilbild. Ein Seit Dingargument. 500 Jahren, seit Ali, 500 Ali, Jahren Ali, Ali, bringt schon das zeig Argument, uns. dass man 72 Ali, Stunden lang Ali, lebt, obwohl man Ali, naiv ist. Ali, zeig uns, wo hier steht, dass wir das machen sollen. Zeig uns. Soll ich vorlesen? Genau. Da sprach ich, ach Herr, Herr, siehe, meine Seele ist noch nicht mal zerfleckt worden, denn von meiner Jugend an bis in der Stunde habe ich nicht mehr von einem Aas oder Zerrissenen gegessen. Auch ist nicht mal Gräuelfleisch in meinen Mund gekommen. Fertig? Weiter? Hierauf Ja, weiter. antwortet er mir, siehe, ich will dir gestatten, dass du ein Kuh bist, anstatt Menschenkot nimmst und darauf dein Brot bereitest. Okay, das steht so in der deutschen Du Übersetzung. Aber lass mich ausreden, Harut. Lass mich ausreden. Im weißt, Urtext du, steht, ja, dass man warte das kurz. mit Kot zusammenbacken soll. Nein, nein, du weißt doch, dass es in arabischen Ländern, beziehungsweise in fernöstlichen Ländern, da wo man auf den Bergen lebt oder am Bergennahen lebt, dass das heutzutage immer noch gemacht wird. Dass man Kot als Dünger nimmt, ja, Als und Dünger das nimmt, als Dünger, hau du besser als zu, wie Dünger. das heißt. Das Warte Kot doch. hat Stickstoff. Stickstoff brauchen Pflanzen meistens in der Anzugsphase. Und für was nimmt Bruder, man das das ist noch? richtig, Und für Alter. was Das nimmt war man das das Erste, was du Gräuel? Lass richtig mich mal gemacht kurz hast. meinen Punkt zu Ende bringen. Bruder, Man nimmt das als Dünger, Dünger und als Brennstoff. Das tut man in den Ofen rein. Ja? Als Bruder, Dünger und, ja, okay. Als Brennstoff, ja, okay, weiter. Das nimmt man, Dünger, das. nicht Döner. Dünger, nicht Döner. Genau. Nicht Döner. Man tut das als Dünger benutzen und als Brennstoff. Das heißt, du hast doch wahrscheinlich schon mal gesehen, dass zum Beispiel für irgendeinen Ofen Holz benutzt wird, richtig? Wo man zum Beispiel Pizza backt oder so. Ja, das ist ja Und klar. es gibt, heutzutage noch Völker, die nehmen Kot von Tieren, ja? Ja. Wenn das trocken ist, benutzen die das als Anzündmittel. Die tun das hinten Okay. in den Ofen rein, zünden das an und danach wird direkt dort in der Nähe wird das Brot gebacken. Okay, eine Frage. Harut. Steht nicht im hebräischen Urtext, dass es Ding ist, dass es mit Kot gebacken wird? Wieso kommt jetzt eine Frage? Wieso keine Antwort? Wie eine Antwort. Ich stimme ihm doch zu. Natürlich gibt es noch immer Völker, die das mit Kot backen. Genau. Ah, also nimmst du das dann zurück, was du vorhin gesagt hast? Jetzt darf Nein, Harut anfangen. dass ihr Brot mit Kot ist, das steht ja so in der Bibel drin und so. Das Nein, verstehe nee, ich das nicht. steht Das da steht nicht. da Bei dem eben stand ja, nicht dass du darauf dein Brot bereitest. Aber ich habe doch Das gerade eben steht da gesagt, dass eben im nicht Urtext was drin. anderes steht. Ja, aber was haben wir denn heute? Wie, was haben wir denn heute? Also, woraus haben wir denn gerade gelesen? Der Bibel, Harut, mach Handy. mal Aus der kurz Bibel. groß. Ja. Okay. Adlerbeck, du gehörst nicht zu den Wissenden. Bitte debattiere mit Du keinem Bruder, gehörst auch nicht bitte. zu den Wissenden, Mann. Junge, Ich wer habe bist gesagt, du? wie Wallah, ich habe Wie einen Elfen arrogant gehört. kann Ja, man nur Schere. sein? Unglaublich. Ali, Mach mal kurz groß. bevor du Nächste zu Frage dann anderen auch. Jahin sagst, ne, guck doch auf Ich dich habe nicht selbst, weil Jahin du kannst gesagt. es Wieder selber eine kein. Lüge. Das war wieder eine Lüge. Ich habe nicht Jahin Du kannst doch selber nicht beantworten. was heißt denn, wenn jemand nicht wissend ist? Das heißt, er ist unwissend. Was heißt unwissend? Jahil, also? Okay, Mach mal das nehme ich zurück. kurz Ja, du Ja, gehörst zu den tut mir leid. Unwissenden. Tut mir leid. Katastrophe. Na, was los? Kannst du uns bitte mal, hey, Al-Asqalani, kannst du uns bitte auf diesen Hadith antworten? Alles Bruder, klar, Ali? Gerne können wir das Was? machen. Denselben Hadith gibt es nämlich auch als Sahih, das stimmt, ja.
Das ist Sahih. Richtig. Ja, ich sag doch gar nicht, dass es nicht Sahih ist. Warum? Ich hab doch gar nicht auf dich geantwortet. Ja, warum bringst du wieder diesen Hadith? Wir sind doch fertig damit. Chalas. Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ich will das jetzt nichts Falsches haben, die in den Mund legen, aber hat er nicht heute noch gesagt, dass das irgendwie nicht so ist oder so? Guck mal, es gibt Meinungsverschiedene darüber. Bruder Hamdi hat vielleicht mehr Wissen darüber und vielleicht sage ich auch was Falsches gerade. Aber so hab, ich habe so die Meinung der Gelehrten zu diesem Hadith gelesen. Ob das sahih ist oder nicht, das steht da jetzt auf sunna.com, aber. Hier. Ja, ich habe nichts dagegen gesagt. Apropos Code, ich suche dir jetzt was Schönes raus, okay? Warte kurz. Apropos Code. Aber Ali, guck mal, weißt du, wie krass das war? Eben war ein Muslim hier, er sagte, oh, das ist Hassan. Das bedeutet, das heißt nicht Sahih. Hassan bedeutet Sahih. Danach hat er meine Mutter und seine Mutter beleidigt. Es ist nicht gut, man sollte respektvoll immer reden. Wir haben denselben Hadith als Sahih. Und aber dieser Harun, Al-Albani, weißt du, wer ist das? Ist das der Dajjal? Nein, Al-Albani ist nicht ein Dajjal, das ist, Al-Albani ist ein Gelehrter. Ja, aber das nächste, was ihr sagen würdet, würdet ihr sagen, das ist der Dajjal. Nein, nein, ist, zu Al-Albani sagen wir, dass es ein Käfer ist. Also die Metrodier und die Ashaira sagen zu Al-Albani. Ja, Harun, es gibt wirklich Gruppen, die sagen, der Al-Albani ist kein Dingens, ne? So wie er schon sagt, die Ashaira, Maturidi und so. Sogar, es wurde letztens sogar gesagt, als wir den Tafsir gezeigt haben, in Sure 41, ja, wo es um die Schöpfungsgeschichte geht. Schöpfungsgeschichte. Ja. Kennst du die Schöpfungsgeschichte? Genau, hast du doch darüber geredet. Genau, ich erinnere mich doch noch. Ja, lass uns mal da reingehen. Schauen wir mal. Oh, auf, guck mal, da wurde. Guck mal, es wurde, Weißt du, was als Ausrede Harut, gesagt eine Frage, wurde? Eine Frage, Harut. Ali. Kommst du immer so weißt was, du, was Neuen, als, so ein bisschen so. Weißt du, was als Ausrede sein, Harut? Oh, mit diesem Jungen kann man gar nicht reden, ja? Guck mal, Ali, sei doch einfach mal still, ganz kurz. Sei doch mal einfach still. Das ist irgendwie, ihr geht alle zu Hamdi rein, danach kommt ihr in die Streams und redet wie Wasserfluss. Okay. Das ist echt der Wahnsinn. Guck mal, diese Geschichte, diese Schöpfungsgeschichte. Ja. Ja? Weißt du, wie viele Tage hier Allah gesagt hat, wie viele Tage er gebraucht hat, um die Erde zu machen? Sechs Tage. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Okay. Lesen wir mal gemeinsam vor. Genau, bitte. Darf ich vorlesen? Sag, wollt ihr denn wirklich denjenigen verleugnen, der die Erde in 2 Tagen erschaffen hat? Ja. Und ihm andere als seinesgleichen zur Seite stellen. So wie das ist der Herr der Weltenbewohner. Ja. Ja. Also er hat in 2 Tagen die Erde erschaffen, richtig? Genau. So, jetzt geht's weiter. Er danach auf der Erde, ne? Danach wird erklärt, was auf der Erde gemacht wurde. Er hat in ihr festgegründete Berge gemacht, die über ihr aufragen. Und hat sie gesegnet und in ihr die Nahrung im rechten Maß in 4 Tagen festgelegt. Das heißt, die Erde in 2 Tagen, dann alles, was in der Erde ist, also Nahrung, Berge und so weiter, in 4 Tagen. Ja. Sind wir bei 6 Tagen. Ja. Und danach, hierauf wandte er sich dem Himmel zu, während er noch aus Rauch bestand. Und sagte dann zu ihm, zur Erde, kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. Sie sagten, wir kommen in Gehorsam. Ja. So führte er sie als 7 Himmel in 2 Tagen aus. Ja. Also haben wir hier 2 Tage. Ja, 2 Tage. Dann 4 Tage, alles was in der Erde ist. Ja, 4 Tage zusammen. Nein, insgesamt doch. 6. Harut, kannst du an Arabia? Mein Freund, wir können gleich in den Tafsir gehen, kein Problem. Nein, Harut, du hast dein Argument gebracht, du sagst 8 Tage. Guck mal, das sind jetzt 8 Tage, ja, jetzt gehen wir in den Tafsir. Okay. Habe ich hier schon offen? Gehst du von Ibn Abbas? Worauf willst du hinaus? Dieser Argument wurde schon gebracht, dass Ibn Abbas ist nicht authentisch, wurde uns gesagt. Nein, nicht authentisch. Ibn Sufyan, es war ja Ibn Sufyan, der hier drin war. Er hat gesagt, dass das nicht authentisch zurückführbar ist. Das ist genauso. Ja, Harut, du musst jetzt nicht. Ach, Bruder, eine Frage: Bist du der kleine Bruder von Anke Dauer? Ihr habt voll dieselbe Stimme, ihr redet gleich.
Ibn Abbas habe ich vor 2 Tagen Ibn Abbas ist auch ein aufgebaut. guter Bruder, aber ich leider bin ich sein Bruder, kein Du, Bruder. Ali, du bist schon, aber Ali, bist du volljährig? Eine Frage. Ja. Kling ich so. Du bist über 18, richtig? Ja, Harut. Okay. Lügt doch nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Der ist 15, 14, irgendwie sowas. Ich bin mir Ahmed, auch nicht sicher, Wallah, dass der rede doch 18 bitte ist. nicht. Sei doch leise in deinem Nest. Sei doch Oh. leise, dein Nest. Geil. So. Der ist 16, wird hier geschrieben. Der ist unter 18. Ja, so hört er sich auch an. Leute, lassen wir ihn noch 2, 3 Jahre Zeit, dann kann er lernen. Und jetzt Bruder, haben wir einen neuen Gast hier. wenn du fertig bist, Zulfikar. ich würde kurz Tamam. was zeigen bezüglich Mohammed Ding, der hat ja uns wegen Code angegriffen. Können wir gerne machen. Immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. Die lernen das einfach nicht. Sie Können wir bringen gerne. immer noch die Argumente von 1960 Ahmed Didat. Richtig. Als ob sie haben kein Update gehabt seit Ahmed Didat. Leider nicht, ja. So, wir haben jetzt einen neuen Gast drin, Zulfikar, der Deutsche. Mach mal kurz Großbruder. Harut. Ja, bitte. Ich grüße dich. Der Herr Jesus Christus segne dich. Ja, John, mach's komm. gut. Wenn das diese Faxen hat, würdest du mich nicht kennen. Du chillst in meinen Lives und dann nimmst du das, was ich sage, hier, um gegen die Sunniten zu schießen. Komm zum Ich hab Punkt, was willst du? dich gar nicht verstanden. Komm zum Punkt, erzähl, was ist jetzt dein Problem? Mein Freund, Mama, du bist gerade hochgekommen. Wie redest du eigentlich? Ja, ohne Witz, das ist schon ich wieder sage dir, Kindergarten. komm zum Punkt. Was ist dein Problem? Was stellst du hier als problematisch dar? Bruder, was ist das denn, wie viele Leute, man, die uns mal normal Hallo sagen können? Keine, gar nichts, Mann. Ehrlich, Bruder, was stimmt denn nicht mit dir, Süßigkeit? mach mal kurz Großbruder. Ja. Machen. Ich wollte auf seine Ja. Code-Geschichte eingehen. Können wir gerne machen. Schade, dass er runter ist, aber bevor er das nächste Mal die Leute angreift, wegen was weiß ich was, sollte er mal besser seine eigenen Schriften lesen. Warum ist jetzt meine Kamera schon wieder so komisch? Jetzt. Ja, dann lesen wir doch mal, oder? Mohammeds Richtig. Code. Mohammeds Code roch nicht schlecht. Abu Bakr bin Sabiq al-Maliki berichtete in einem Buch, Al-Badi, der Wunderbare, in den Zweigen von Al-Malikaya, der Maliki-Schule Einmalig der Rechtswissenschaften, über beide Aussagen, die von Menschen mit profundem Wissen diesbezüglich angenommen wurden. Und untersuchte sie in Bezug auf ihre schafitische Rechtsschule. Er schloss und erklärte, er Friede sei mit ihm, hat nie etwas Schlechtes oder Unangenehmes ausgeschieden. Also, der Prophet hat nur, sorry, dass ich das so jetzt so sagen muss. Er hat nur Blumen gefurzt und es war einfach alles wunderbar und wundervoll. Es hat auch alles wundervoll gerochen, steht hier. Gehen wir weiter zum nächsten, was hier steht. Dann steht hier: Ashifa von Qadiliyyat von Genat Aburan. Mohammeds Fäkalien wurden automatisch von der Erde verschluckt. Wow, ey, Wahnsinn. Habe ich noch nie erlebt. Ist mir noch nicht passiert. Dann der nächste. Mohammed bin Saad al-Waqidi übermittelte eine Menge diesbezüglich Überlieferungen an. Die Autorität von Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, das arme Mädchen. Denn sie sagte, Prophet, Friede sei mit ihm, nachdem sie ihre Notdurft im Toilettenraum erledigt haben, sehen wir keine Spur von Stuhlgang oder Urinieren. Darin antwortete er, Friede sei mit ihm, O Aisha, wusstest du nicht, dass die Erde alles verschlingt, was von den Propheten geschaffen wurde, und dass darin keine Spur davon zurückbleibt?
Mohammeds Fäkalien wurden absichtlich von der Erde verdeckt. Da geht's noch weiter. Mohammed Schleim. Ich würde ja mal. Warte mal kurz. Ich würde die Muslime ja mal gerne fragen, ob sie irgendwie vampirisch veranlagt sind oder so. Aber Mohammeds Blut. Du bist ja richtig cool heute, Alter. Ja, richtig cool, richtig cool. Ja, so, jetzt sag mal, weil die haben. Schnucki, ein bisschen aufpassen. Wo liest du gerade ab? Weil hier haben wir Mohammeds Blut. Wo liest du gerade ab, Mann? Zulfikar al-Mani. Bist du ins Schiitentum konvertiert vom Christentum, oder wie? Hier haben wir Mohammeds Blut. Wo liest du gerade ab, Alter? Verstehst du Deutsch? Ich frage dich gerade eine Sache. Wo liest du ab? Bitte eine Sekunde aufhörst, cool zu tun, darf ich vorlesen. Mohammeds Blut. Maga, ich kenne das, was du gerade vorliest. Wo liest du ab? Wunderschön, gell? Da stehen doch überall die Quellen. Dann kannst du doch lesen, oder nicht? Maga, welche also, Seite benutzt du gerade, wovon du abhörst? Hier, Ashifa. Von Kadi, Yad. Alter, ich glaube, du hast doch mal an den Namen. Welche Seite benutzt du, um vorzulesen? Ashifa, Kadi, ja. Das sind alles islamische Ja, alles klar. komm, sei leise. Ja. Haru, also, erzähl, okay. was ist dein Problem? Zulfikar, was ist dein Problem? Warum bist du hier hochgekommen? Mein Problem ist, dass du Unsinn verbreitest. Das ist mein Problem. Mein Problem ist ja nicht Existenz. Und zwar, wir lesen nur aus dem Koran und aus den Tafsiren und aus den Hadithen. Und aus welchen Tafsir? Aus den Vampirquellen. Mein Freund, hast du die Kamera nicht an bei mir oder ist die aus? Ja, welcher Tafsir ist das? Erzähl mal. Dann siehst du doch. Erzähl mal, welcher Tafsir? Zu welchem Vers? Welcher Tafsir? Wie heißt das Tafsirwerk? Mein Freund, es steht doch hier, es ist von Ibn Abbas. Ibn Abbas ist kein Werk. Ibn Abbas ist ein Mensch. Von welchem Werk? Ich glaube, ihr kennt kein Deutsch, Alter. Mein Freund, dieser Tafsir ist von Ibn Abbas. Es ist die Erklärung. Wie heißt das Werk? 41, Vers 9. Wie heißt mein das Freund, Werk? Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas. Tanwir al-Miqbas, okay. Dann haben wir jetzt das Werk. Das Werk heißt Tanwir al-Miqbas. So, das Werk wurde von welchem Gelehrten geschrieben? Dieser Tafsir ist von Ibn Abbas, sag ich dir doch die ganze Zeit. Ibn Abbas, ja, und ja, wer hat dieses Werk zusammengefasst? Wer hat ihn jetzt uns hier erbracht? Haru, der möchte darauf hinaus, dass nicht Ibn Abbas das selber geschrieben hat, sondern das quasi zusammengesammelt wird. Nein, nein, Alter, ja, darauf will ich gar nicht hinaus. Zulfikar, guck mal. Akzeptierst du, was hier drinnen steht als Tafsir, ja oder nein? Ich komme gleich dazu. Sei doch nicht sofort. Haru, nein. Akzeptierst du, was Leute, wartet mal. Jungs, wir können gerne gemeinsam singen, aber nicht gleichzeitig reden. Ja, Harut, eine Sekunde, weil ich will dein Argument unterstützen. Zulfikar, das hat er aber nicht selber geschrieben, das wird doch gesammelt später. Harut, eine Sekunde groß, weil ich will dein Argument unterstützen. Ganz kurz, eine Sekunde. Gut. So viel jetzt zu Ibn Abbas. Warte ganz kurz. Alter, also dein Profil macht mich gerade echt bevor an. Du, Warning, bevor high du, IQ. Ich merke, das ist du, echt schlimm. Bevor du auf Ibn Abbas rumachst, muss ich ganz kurz Ibn Abbas in Schutz nehmen. Junge, du Hampelmann, ich weiß, wer Ibn Abbas ist. Was redest du da? Du Hampelmann! Sag mal bitte leise. Hallo, wer hat das Werk geschrieben? Warte! Zulfikar, lachst du gerade über Ibn Abbas, ja oder nein? Ich lach gerade über eure Unwissenheit. Du lachst gerade über deinen Ibn Abbas, den Schriftgelehrten. Ich lache gerade über deine Unwissenheit. Ja, schön, dass du erkannt hast. Lass mich kurz bitte vorlesen, Harut. Damit ist Ibn Abbas ein Stahlargument danach, okay? Also, Hadith über Tafsir. Junge, du liest jetzt erstmal nicht drauf. Verstehe, was ich gesagt habe. Du bist mal selber jetzt. Zulfikar, sei doch mal ruhig. Zulfikar, sei doch mal einfach ruhig. Sei doch mal ruhig, Zulfikar. Junge, der Bauch ist Müll. Ich weiß doch, wer Ibn Abbas ist. Ja, ich weiß nicht, wer er ist. Du akzeptierst ihn nicht, du hast ihn. Ich sage dir, wer hat das Werk geschrieben? Junge, ihr seid echt über den Kopf gefallen. Mach den kurz stumm oder was weiß ich was.
Wer hat das Werk geschrieben? Was ist das? Hier, hat das ist echt der Wahnsinn, ja? Der Prophet, pass auf, der Prophet betet, dass Ibn Abbas es versteht. Ibn Abbas berichtete, der Gesandte Allah. Junge, ich weiß, was Ibn Abbas berichtete, dass Ibn Abbas einer ist, der Prophet Respekt, hat Ibn Abbas genug. Ich weiß, wer Ibn Abbas ist. Junge, ich weiß, wer das ist. Verstehst du das? Dann hör zu, wenn man einen Hadith. Ich weiß, wer Ibn Abbas ist. Warum willst du mir erklären, wer Ibn Abbas ist? Ich sage dir, wer hat das Werk geschrieben? Hör doch zu, wenn man einen Hadith von deinen Propheten vorliest. Zeigt doch so viel Respekt. Also. Alter. Junge, ich muss doch gar nicht mein Werk, was ich annehme, Alter. Was bist du hier? Zeig dich für Hampelmänner. Bist du. Ey, was Hampelmann? Ich sage dir, wer hat das Werk geschrieben? Mein Freund, wir wissen, wer das geschrieben hat, aber hör zu, was über ihn gesagt wird. Na, Junge, Alter, ich weiß doch, was über ihn gesagt wird. Und das steht in Musnad Ahmed. Und Musnad Ahmed nehme ich nicht an. Du bist ja auch ein Rawafid. Du siehst ja, wir lesen meistens gar nicht. Ich bin kein Rawafid. Du bist ein Schia, oder nicht? Ich bin auch kein Schia. Was ist das für einer dann? Ich bin ein Rafidi Schiite. Wenn du schon Begrifflichkeiten benutzt, dann richtig. Ja, also bist du ein Schia. Tamam, das ist ja kein Problem. Ich bin ein Schiite, nicht ein Schia. Ja, ein Schia, ein Schiite. Was heißt denn ein Schia? Wenn du Begrifflichkeiten benutzt, dann sei richtig in den Begrifflichkeiten. Der sollte bei Comedy-Show aufgehen. Ja, okay, du bist die Einzahl. Tamam, kein Problem. Worauf wir jetzt hinaus wollen, das sind ja gar nicht deine Quellen, also eigentlich hast du hier auch gar nichts verloren. So, ich wollte doch gleich darauf hinaus, was ich hier verloren habe. Keine Sorge, ich kann auch deine Schülerquellen zerfetzen. Alter, bist du aus dem Iran? Wo habt ihr den da unten her, alter Mann? Bro, keine Sorge, du redest mit Sheikh Abudi. Bitte, akzeptierst du auch Rumänien, bitte sag nicht mehr. Was? Akzeptierst du auch von Khomeini? Was ich akzeptiere, ist meine Sache. Da gebe ich dir nicht preis. Keine Sorge, ja. Das ist schon wieder diese Takia. Sag einfach, was du glaubst. Also ja. Nein. Ich gebe nicht preis, was für ein Gelernten. Zulfikar, sag einfach, was du glaubst. Du redest hier mit Sheikh Yabudi. Ich nehme auch deine Quellen auseinander. Sag einfach, was du glaubst. Junge, das Einzige, was du bis jetzt auseinandergenommen hast, ist dein IQ, Mann. Guck dir mal dein Profil an. Der Junge hat echt nicht in der Birne. Der sollte Comedy. Guck mal, Leute. Kleinen Moment. Ach ja, ich liebe dich, ne, beim Herrn, ich liebe dich. Möge der Herr dich segnen. Ich habe ja nichts gegen Schieden an sich, weil Schieden sind gar nicht mal so unfriedliche Menschen. Das haben wir ja schon vorhin. Nur ein bisschen zu cool. Und zwar, wir müssen nicht unbedingt in die Hadithe reingehen, wenn du kein sunnitischer Moslem bist und auch die Sunna nicht befolgst. In dem Sinn hast du deine eigenen Hadithen und Schriftgelehrten, kein Problem. Aber was ist denn, wenn wir dir jetzt aus dem Koran zum Beispiel ein oder zwei Widersprüche zeigen? Im Koran sind keine Widersprüche und dann holst du diese Widersprüche laut deinem Verstand. Bruder, soll ich ihn zerfetzen? Junge, warum babbelst du die ganze Zeit dazwischen? Lass mich doch mal mit dem Mann reden. Du redest hier mit einem Sheikh Yabudi. Alter, aus welcher Müllheit habt ihr den, Alter? Komm mal runter. Ich mach aus deinem Buch. Komm mal runter. Sag einfach. Ich rede doch gerade mit dem Jungen. Komm doch mal runter. Sag doch einfach. Keine Probleme. Ich mach aus deinem Buch eine Müllheide. Sag einfach, willst du sehen Bruder, oder das nicht? Das Einzige, was eine Müllheide ist, ist gerade dein Verstand, Alter. Komm mal runter. Mein Freund, er war drei Jahrzehnte war er Muslim. Er hatte viel Wissen. Glaub es mir, Zulfikar. Ich mach aus Zulfikar Nilfikar. Glaub mir, Alter. Ja, hör auf mit sowas, ehrlich. Der aus Nilfikar macht, ist noch nicht gebogen. Glaub mir. Für die Schieten und für die Alawiten. Lach auf Angst.
So, für die Alois ist das Zulfikar so eine Art heiliges Symbol, beziehungsweise ist ja das Schwert von Ali, deswegen lassen wir es erstmal sein. Lass uns aufhören mit sowas auf diesem Niveau, lass uns ein bisschen so halt mehr theologisch sprechen. Also. Guck mal, richtige Sprache. Was du gegen Sunniten machst, oder wie du ihre Quellen nimmst, oder was du auch mit den Quellen von denen machst, ist mir persönlich Wumpe. Ich will von dir nur, dass du aufrichtig bist. Oh, Junge, Alter, warum babbelst du die ganze Zeit, Junge? Halt doch einmal den Arm. Wenn dir Wumpe ist, was willst du hier? Ich will zwei vernünftige Wörter mit dir wechseln. Wenn du Wumpe bist, was willst du hier? Zulfikar, was ist denn dein Problem jetzt? Gib deine Argumente, dann können wir zuhören. Bruder, hol mal Abu Ali hoch. Ich glaube, wenn wir über Sunni-Quellen reden, dann freut er sich sogar endlich. Dann lacht er sich richtig einen weg in den Streams normalerweise, glaub mir. Glaub mir, die hassen die jetzt. So, hör mir mal zu jetzt. Was ich von dir will, wenn du Quellen oder Sachen anzweifelst, wo du sagst, ey, das ist zum Beispiel der Prophet und so, dann willst du und musst du klar definieren, dass das sunnitische Quellen sind und dass das nichts mit dem schiitischen Glauben zu tun hat. Deswegen, mein Bruder Harut. Okay, dann sage ich das jetzt sogar. Für mich persönlich, ich sage ja auch, die Sunni-Kultur ist so heftig von den Schiiten. Also, Harut, der Bruder Harut, hör mal zu, Zulfika. Der Bruder Harut zitiert hier aus dem Koran und der Koran ist auch für die Schiiten gültig. Genau. Die Interpretation macht das aus, was der Koran schlussendlich ist. Genau. So, und der Bruder Harut hat zu dir gesagt, er zeigt dir Widersprüche im Koran, die akzeptierst du doch, oder nicht? Widersprüche im Koran akzeptiere ich nicht, weil es keine Widersprüche gibt. Okay, genau. Dann lass uns dir doch wenigstens ein Beispiel sagen, dass du das danach beurteilen kannst. Du kannst ja nicht Aus welchen Interpretationen willst du mir diese Widersprüche beweisen? So wie es da steht. Verstehst du den Koran nicht? Du brauchst ein Bruder, Werk, Harut, was Harut. Den Koran deutet. Harut. Das Werk Harut. Bei uns, was den Koran deutet, oder die Menschen, das, die den Koran Super, deuten, lass mal sind die Unfehlbaren der Familie des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Was machst du, wenn dieser Widerspruch was machst du, wenn dieser Widerspruch offensichtlich ist und du brauchst gar keine Auslegung? Lass mal kurz mit Harut reden, Zulfikar. Einen Moment. Harut! Bruder! Sein Internet macht gar nicht mehr mit. Sein Internet macht nicht zu. Bro, warte mal kurz. Harut, bist du wieder da? Schaut mal bitte in die Kommentare. Da ist einer, der nennt sich Harablik. Das ist so geil, ne? Sein Profilbild. Harut, bist du wieder da? Kleinen Moment. Dein Internet, hör mal auf, bei deinen Nachbarn Internet zu klauen, Bruder. Zulfikar, mein Lieber. Harut, hörst du? Man hört dich, Bruder Harut. Ich höre euch, hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Jetzt hört man sich. Ich wollte dich was fragen, Harut. Ja, bitte. Du hast ihn gerade ja gefragt, was ist, wenn wir dir ein paar Widersprüche aus dem Koran zeigen? Er hat klipp und klar gesagt, nehme ich nicht an. Bruder, ab diesem Zeitpunkt ist jede... Er sagt, gibt es nicht. Ab diesem Zeitpunkt ist jede Diskussion umsonst, Bruder. Ich weiß, leider schon. Jetzt, ganz kurz. Harut, hol mal bitte Abu Ali hoch. Wo kannst du denn auch so rein, Zulfikar? Ne? Das hat direkt die ganze Grundstimmung hier kaputt gemacht. Du kannst ihm eine weiße Mauer zeigen. Er sagt, es ist schwarz. Es hat keine Diskussion, einen Wert. Harut, hol Abu Ali hoch. Warum? Wie was? Er braucht erst zwei Valium, danach erkennt er, dass die Wand weiß ist. Warte mal, ich hab zwei Widersprüche gerade. Ich würde gerne die mal ansprechen, ja? Warte, also, ich habe 10 Widersprüche. Hey, guten Abend. Ich habe nur eine Sache. Du hast auch einen Widerspruch aus dem Koran. Harut. Ja, bitte, Abu.
Ist der Koran widersprüchlich? Wir wollen ja gerade gleich zeigen. Wir wollen ja zeigen. Okay. Ich mache dir ein Angebot, okay? Bring jeden Vers aus dem Koran, jeden Vers, wir können ihn sprechen, aber danach gestattest du mir, die Widersprüchlichkeiten in der Bibel aufzuzeigen, okay? Genau, das ist das war's. Ein Deal? Liebend gerne. Okay, bitteschön, tafadol. Okay. Aber bitte nur unter einer Bedingung. Hm. Ihr könnt gerne was zu euren Widersprüchen sagen, aber nicht schönreden, also nicht Takir machen, okay? Und nicht über die Bibel lügen. Bring deine Verse. Ja. Koran Sure 16, Vers 67 ist die erste. Ja, der ist gut. Soll ich vorlesen? Bruder Arian, willst du vorlesen? Bitte, Bruder. Nein, wenn du das machen würdest, Bruder, ich liebe deine Stimme und deine Auslegungsart, Bruder. Warte mal, bevor du vorliest. Sure 16, welche Sure ist das? Deswegen Alkohol. Gut. Arian. Arian. Ja. Welches Sura ist das? Alkohol. Was? Welches? Sura 16. Sura 16. Du brauchst. Ja, welches Sura ist das? Welches Sura ist Sura 16? Sura zum Alkohol. 1667 ist Alkohol. 67. Welche Sura ist das? Das ist Sura 16. Welche Sura ist das? Ich weiß nicht, bist du aus einer Baumschule oder was? Muss ich dir jetzt sagen, wie diese Sura heißt? Du brauchst nur die Zahl, Sura 16. Welche Sura ist das? Die Zahlen sind Sufika. Warum machst du unnötig Probleme? Wurdest du irgendwie. Ich mache nicht unnötig Probleme. Wenn er mir. Guck mal, ich habe hier einen Koran. Ja, ganz im Ernst. Bist du ein Armani? Nein, ich bin kein Armani. So, Fika, guck mal, das ist wirklich nicht gut, was du machst. Das geht auf die Nerven. Hier steht es doch. Hier, Anal. 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 Hört auf, Anal, ja? Wo steht hier im Koran? Mach dich nicht lustig, bevor ich Hesekiel aus dem Grab raushole. Mach dich nicht lustig. Yalla. Wo steht hier, Arian, wo steht hier Sura 16? Bevor ich Hesekiel den Pädophilen aus dem Grab raushole. Anal. Mit sowas, bitte beide Seiten jetzt, egal. Bevor ich mit Paulus anfange, dem Schwester. Das soll nicht in so eine Niveaulose. Tamam, man kann Scherze machen nebenbei und so, Paulus-Taktik. Tamam, aber sobald es dann anfängt, so Ikonen zu beleidigen, das ist ja dann heftig. Bruder, doch mal, nee, da steht nicht anal, da steht an. Guck mal, Leute, ich habe keine Lust darauf. Guck mal, wie asozial die sind. Ja? Ich finde das auch asozial. Ja, ich finde halt, das ist von Anfang an schon ausgerastet, weil der ja direkt so kam und dann hat sich das hochgespielt, ne? Reden von Leuten mit Grab und so und wir sagen Sure 16, er sagt, welche Sure ist das, zeigt das den Koran auf Arabisch, zeigt, wo steht das. Alter, was soll Bruder, das? Immer haben wir Anal gesagt, Bruder. Ich habe das jetzt so schnell ausgesprochen, das hat sich bestimmt wie Anal angehört, aber ich habe Guck mal, guck mal, guck mal. Gesagt. Guck mal, dieser Sulfik hat ein sehr schlechtes Charakterwesen. Wenn er sich benimmt, kann er hochkommen. Wir versuchen es jetzt nochmal mit. Wir versuchen es. Leute, wir versuchen es jetzt nochmal mit Abu Ali. Abu Ali, wenn du mit einer von euch, vorlaut, wenn du mit Grab und Hesekiel und sowas kommst, ne, da haben wir kein Interesse mit an solchen Gesprächen. Ja, ich sag dir einmal über den Koran. Du kannst nichts dafür, dass die Sura Anal heißt. Du kannst nichts dafür, dass die Sura so heißt. Wenn du die Sura Anal aussprichst, dann kannst du nichts dafür. Ich weiß nicht, was du damit bewirken möchtest. Also ich lese da Anal. Lest ihr was anderes? Da steht Anal, Ende aus. Was soll er jetzt machen? Ja, das zeigt doch das Einzige, was zeigt ist, was du hohl im Kopf bist. Da steht Anal. So einen Widerspruch daraus finden jetzt. Das mit dem Alkohol, richtig? So. Nach 10 Minuten haben wir es geschafft. Ja, aber das heißt, langsam. Leute, guck mal, wenn das jetzt 100 Jahre dauert, ja, bis wir überhaupt den Vers gelesen haben. Und danach noch den zweiten Vers und dann darüber reden. Wo ist dann überhaupt noch der Punkt, dass wir überhaupt über einen Punkt reden? Dann können wir direkt nach Hause gehen. Lass uns jetzt einmal den Punkt lesen. Das musst du deinen Leuten sagen, die sind ja dreist geworden.
Nein, nein, der Sulfika, der stellt immer unnötige Fragen. Der hier. Wie heißt die Sure? Müsst ihr euch mit dem Koran auswendig. Ich habe nur vorgelesen, du hast gefragt, wie heißt die Sure? Und ich habe gesagt, Annal. Guck mal, bevor ich Paulus in die reinschiebe. Immer schön Opferrolle annehmen. Immer schön Opferrolle. Bleib respektvoll. Hör auf jetzt beide Seiten, ja. Aber, komm, lass uns den Widerspruch lesen, Bruder. So. Lesmann, Anal, heute. Also, und wir geben euch, Allah redet hier, und wir geben euch von den Früchten der Palmen und der Rebstöcke zu trinken. Ja? Einmal also Früchten der Palmen. Er gibt das Trinken. Also Gott, Allah, nicht Gott, Entschuldigung. Allah gibt das Trinken aus Palmen und Rebstöcke, also Wein, Alkohol. Er gibt Alkohol, genau. Richtig? Genau. Allah hatte ein Vorhaben damit gehabt, und zwar aus Früchten der Palmen und der Rebstöcke zu trinken zu geben, plus nicht nur Säfte, Janin, nicht nur Durstlöcher, sondern woraus ihr euch Rauschgetränk und eine schöne Versorgung nehmt. Richtig? Richtig. Rauschgetränk bedeutet nicht Durstlöcher. Er ist selber runtergegangen. Er ist alleine runtergegangen. Hol ihn hoch, der ist sehr hoch. Also, wir stimmen zu, ne? Also Allah hat diese Früchte gegeben zum Trinken, plus er hatte die Absicht gehabt, Rauschgetränk damit zu machen. Das ist nicht Durstlöcher Wassermelone, richtig? Nein. Er hat das extra diese Früchte gegeben, woraus man sich auch Rauschgetränk nehmen darf. Nehmen darf? Ja, weil das ist ja, da steht ja, da ist wahrlich... Ich habe gedacht, Alkohol ist verboten im Islam. Nein, nein, eine Zeit lang durfte man Alkohol trinken und sogar besoffen zur Moschee gehen. Das weiß jeder Muslim. Ja, das wissen wir alle, ich weiß. Richtig. Bis der Vers dann kam, wo Allah dann sagt, ja, komm, ich will erstmal eine Bestätigung von denen. Ich will erstmal eine Bestätigung von denen, dass sie zugeben, dass Allah das Alkohol gemacht hat. Guck mal, das steht doch dort. Also, okay, Bruder Arian, okay, wir wissen das jetzt, die haben nichts gesagt, beziehungsweise die haben ja gesagt. Jungs, gebt ihr das zu oder nicht? Guck mal, in dem Vers steht, ich warte, bis ihr alle fertig seid, erzähl weiter. Darin steht, und Abu Ali, darin steht, ist das richtig oder nicht? Hey, könnt ihr euch mal einigen, dass einer von euch die Problematik aufweist, damit wir darauf antworten? Darin steht... Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die begreifen, von wem kommen im Koran die Zeichen, die Ayat. Von Allah kommen die. Richtig. Ganz genau. Richtig. Und jetzt gehen wir in Sure 5, Vers 19. Nein, bevor du jetzt gehst, jetzt da an dem ersten Punkt. Da steht, nicht ihr dürft daraus was machen, sondern da steht, woraus ihr Rauschmittel macht. Ist doch völlig Wo ist in Ordnung. Der Unterschied? Ist doch völlig in der Unterschied Allah ist das Erlauben und der andere Unterschied ist das einfach machen ohne Erlaubnis. Nein. Allah hat die Zutaten für Rauschgetränke gegeben und darin ist wahrlich ein Zeichen. Genau. Guck mal, führt euren Analogieschluss, führt eure ganze Analogie. Pass auf. Spricht das aus, einer von euch oder zwei. Leute, wartet mal kurz. So. Wir lesen das jetzt, guck mal, wir haben es so gelesen und da steht von den Früchten der Palmen und der Rebstöcke zu trinken und Allah sagt, woraus ihr euch Guck mal, Rauschgetränk und eine schöne Versorgung nimmt. Ist doch positiv gemeint. Ist positiv gemeint. Ja, positiv. Er sagt, woraus ihr euch Rauschgetränk und eine schöne Versorgung nehmt. Genau. Jani, das steht nicht, pass auf, Leute. Jani, Rauschgetränk kommt vor der Versorgung. Guck mal, es hören gerade, sagen wir mal, ein paar Leute zu, ja? Hier steht nicht, und wir geben euch von den Früchten der Palmen und der Rebstöcke zu trinken, woraus ihr euch unerlaubterweise Rauschgetränk und eine schöne Versorgung nehmt. Okay, das steht dann ganz kurz. Bist du jetzt fertig? Nein, ja, wir müssen jetzt den weiteren Vers lesen. Jetzt müssen wir noch den Gegenvers lesen. Jetzt noch den Gegenvers, Bruder Harut. Suche Vers 5? 95.
Wir machen das jetzt sogar liebevoll. Für Zulfikar. Ich wollte sogar Topspiel. Almeida. Liebevolles. Mach einfach und dann übergib mir das Wort, bitte. Zulfikar, Almeida, für dich. Nur für dich. Ist lustig. Wir haben alle gelacht. Mach jetzt bitte. Ja, du wolltest doch der strenge Imam sein. Hier. Ich wollte euch sogar Tafsire zeigen, aber kein Problem. Euro ohne Tafsire. Das müsste 70 sein, oder? Suche 5 Vers 90. Genau, 90. 5 Vers 90, Bruder. So, und jetzt pass auf. Oh, die ihr glaubt. Ayyuhalladina amanun. Ganz genau. Ja, das hast du schon gesagt. Berauschender Trank. Novoline-Geldautomat. Opfersteine. Kannst du mal bitte diesen Hampelmann da unten stummen? Der führt nichts zur Sache. Nein, der Hampelmann ist der Host selber hier. Der macht sich ja lustig. Guck mal, hör mal zu. Was ist denn Glücksspiel? Glücksspiel ist nicht unbedingt Novoline in einem Casino. Muss nicht sein. Ja, dann ist das Kuchofra. Kein Problem. Lass uns den Punkt zu Ende. Ja, das kann auch Dolphins Pearl sein. Mach weiter. Opfersteine und Großpfeile sind nur ein Gräuel vom Werk des Shaitans. Tschüss. Berauschender Trank ist also ein Werk des Satans. Ja, aber also ich habe gedacht, das ist von Allah. Nein, Bruder, das ist nicht von Shaitan, ja? Der hat doch vorher gesagt, das ist von Gott. Von Allah. Ja, also okay. Allah hat sich offenbart. Könnt ihr das schneller machen jetzt? Es ist nicht mehr lustig. Mach einfach und dann übergib uns das Wort. Jalla, mach. Ja, haben wir doch gerade. Das ist ein Widerspruch an okay, bist du fertig? Adrian, einmal kurz den Sabbel. Bist du fertig? Hallo, darf ich aussprechen und dann sind wir soweit fertig und dann dürft ihr was dazu sagen. Du hast doch gerade gesagt, du bist fertig. Jetzt willst du wieder aussprechen. Hör zu, Sure 16, Vers 67 sagt Allah, ich habe Rauschgetränk gemacht. Und Sure 5, Vers 90 sagt Allah, Shaitan hat den Rauschgetränk gemacht. Okay? Okay. Das bedeutet, Allah ist Shaitan. Ja, okay. oder ein das, was wir gerade hier vorliegen haben, das, was hier im 90. Vers, was hier drin steht, ist das ein Verbot, ist das eine Empfehlung, ist das eine Darbietung, was ist das gerade hier, dieser Vers? da steht einfach, dass Satan das Alkohol gemacht hat. Okay, Satan hat das Alkohol gemacht, also es ist ein Verbot. Richtig? Nein. Hat nichts mit Verbot zu tun. Da steht einfach, Alkohol wurde von Satan gemacht. Und dann ist es böse. Es wurde verteufelt. Und es ist von Satan. Ist alles, was von Satan kommt, eine Sünde? Ist es verboten? Definitiv. Okay. Satan hat nichts Gutes. Dann einigen wir uns. Dann ist es ja okay. In dem Vers davor, in Surat al-Nahl, Vers 67. Ja? Okay. Kannst du den nochmal aufschlagen, damit wir den hier vor Augen haben? Der steht nicht in derselben Sure. Du musst schon. Ja, richtig. So. Hör zu, okay? Hier steht: Und von den Früchten. Hör zu. Von den Früchten. Geh mal weiter nach links, weil das verdeckt die Dings. Von den Früchten der Palmen und der Rebstöcke, worauf ihr euch Rauschgetränk und eine schöne Versorgung nehmt. Darin ist wahrlich ein Zeichen für die Leute, die begreifen. Ist eine schöne Versorgung auf Rauschgetränk bezogen? Ja, weil Rauschgetränk kommt vor. Guck mal, ich sag dir, was auf Arabisch steht. Minhum sakara wa rizqan hasana. Okay? Und hier steht Rauschgetränk und eine schöne Versorgung. Ist der Rizq Hasana? Ist der mit dem Sakara? Ist der bezieht er sich darauf? Also hör zu, Rauschgetränk und schöne Versorgung sind in einem Satz, in einem Wort.
Ja, das ist ja kein Problem. In einem Satz kann ja auch sein, dass du an... Verstehst du? Ganz kurz, ganz kurz. Es hat nichts zu heißen, wenn etwas in demselben Satz vorkommt. In einem Satz kann eine Negierung vorkommen und eine Erlaubnis. Das ist kein Problem. Ja, so. Ich muss dem Bruder recht geben bei dem, was er sagt. Deswegen würde ich am liebsten einfach kurz den Tafsir von Ibn Abbas dazu zitieren, wenn es geht. Ja. Leute, eine kleine Sache nur. Guck mal, ich war die ganze Zeit ruhig. Merkt ihr aber nicht, so gehen wir nicht wenigstens persönlich aufeinander, sondern wir reden halt darüber. So ist das doch okay, aber fangt nicht an, ja. So, ja, dein Sylfikat und hier und da. Weißt du, sowas mag ich nicht mal. Er hat recht, deswegen würde ich gerne den Tafsir von Ibn Abbas zitieren. Lass mich kurz zu Ende führen, dann kann der Sheikh den, was ist das überhaupt für ein Name? Dann kann der Sheikh den Tafsir zeigen, den er zeigen wollte. Das ist Sheikh Abdul. Wa min jamaatin nakhil wal a'nab tatakhuduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dhalika li ayatin li qaumin ya'qilun. Die Bestätigung dafür ist, also was ich gerade sage, dass diese beiden Worte, sakara und rizqan hasana, der gute Rizq, nichts miteinander zu tun haben, befindet sich auch im Vers davor, aber darauf gehen wir gleich zurück. Wir sagen jetzt, dass das Rauschgetränk und der Risk, die Versorgung, die gute Versorgung, die schöne Versorgung, zwei Dinge sind, die nicht miteinander kompatibel sind. Weil wir wissen aus dem vorherigen Vers, dass Alkohol ist was Schlechtes. So, das ist aber nicht der Grund dafür, warum hier die Trennung besteht. Nämlich gibt uns Gott, Allah subhanahu wa ta'ala, gibt uns die Möglichkeit. Er gibt uns die Möglichkeit aus etwas Gutes und das Rauschgetränk herauszuproduzieren. Okay. So, wir haben zum Beispiel jetzt, wir haben Datteln oder Trauben. Mein Bester, hör zu. Als gute Versorgung, ganz kurz, Arian, ganz kurz, können Sie als gute Versorgung verwenden? Oder wir können daraus, wenn wir es lang genug gern lassen und zermatschen und so, können wir daraus Alkohol machen. Khamr. Und eine das schöne Versorgung ist, nehmen halt, im Zusammenhang nein. Mit Alkohol. Die schöne Versorgung, ist die Frucht. Die schöne Versorgung ist die Frucht, weil die ist erlaubt. Hör zu. Oder ich nehme die Frucht und verkaufe sie. Das ist auch. Nein, mein Lieber, du verstehst. Entweder willst du das nicht verstehen oder du verstehst es wirklich nicht. Weil Rauschgetränk und eine schöne Versorgung sind in einem Satz ohne Komma dazwischen. Wenn ich sage, du bist schwarz und doch so hell, habe ich jetzt irgendwo einen Widerspruch hier? Du bist schwarz und das ergibt gar keinen Sinn, was du gerade sagst. Ja, nein, das ergibt Sinn. Guck mal, ganz kurz. Guck mal, überleg doch, wenn ich dir etwas sage, in einem Satz, okay? Mein Lieber, wir reden hier gerade über den Koran. Hey Leute, bitte redet nur einer. Lass mich kurz aussprechen. Ja, nee, nur weil es in einem Satz vorkommt, heißt das, dass es miteinander verbunden. Das ist das ein und dasselbe, sagst du, richtig? Ja, und wenn ich sage, wenn ich das Beispiel anbringe, was ich gerade gemacht habe, ganz kurz. Und danach darf ich ganz kurz. Bitte, Sheikh Yabuti, lass mal jetzt Sheikh Yabuti ein Hadith, eine Auslegung dazu nehmen. Nein, du flüchtest jetzt nicht vor dem, was wir gerade besprechen. Er soll erst sein Argument bringen und danach mache ich mein Argument. Ah, okay. Ja, weil sein Argument ist ein bisschen gut. Okay, komm. Geh auf Stumm. Atme tief ein. Geh auf Stumm. So, sehr gut, brav, schön. In dem Vers davor, in Surat al-Nahl, Vers 66. Provoziere nicht mit brav, schön, du kannst mit deinem Hund reden oder mit deiner Katze. Lass mich aussprechen, dann kannst du reden. Was ist jetzt wieder passiert, ja? So, hör zu. Vers Surat al-Nahl, Vers 66. Und ihr habt in den Herdentieren einen Grund zum Nachdenken. Ibra. Okay? Eine Ibra. Wir geben euch von dem, was sie im Leib haben, zwischen Mageninhalt und Blut zu trinken, reine Milch, ein süffiges Getränk. So. Dieser Vers bestätigt nur noch weiter die Annahme, dass man sagt, hier werden uns mehrere Möglichkeiten an den Tag gelegt. Wir können uns entscheiden. Wir können uns entscheiden, was wir daraus machen. Trinken wir daraus Alkohol oder verwenden wir die Frucht oder verkaufen wir die Frucht für einen guten Preis an die Menschen und haben dadurch auch eine schöne Versorgung.
So. Oder wir gehen dem Teufel nach und machen daraus Alkohol. Das ist die Erklärung. Der Vers davor bestärkt das nur noch. So, auch also Sie, dürfen Muslime auch Alkohol verkaufen oder wie? Bitte? Dürfen Muslime jetzt aber auch Alkohol verkaufen oder wie? Ich habe gesagt, die Frucht verkaufen, nicht Alkohol. Okay. Also, jetzt lassen wir den Sheikh, seine ich habe heute eine Frage. Bitte schön. Bist du jetzt fertig? Bist du jetzt fertig? Bitte, ich bin fertig. Ich habe nur eine Frage gestellt. Bitte. Soll ich jetzt? Ja, bitte. Okay. Mach dich bitte auf stumm. Wer ist denn jetzt, wenn du willst, du kannst mich gerne groß machen. Ali, mach dich ruhig auf stumm. Mach dich ruhig auf stumm. Ich kann auch so leise sein, dann kann das schon machen. Mach. Nein, mach auf stumm. Ich kann auch leise bleiben. Ich bin ja leise geblieben. Bitte schön, Chef. Okay, warte mal. Dann will ich das nächste Mal eine Bitte von dir erwarten und dann wirst du sehen, wie du deine Bitte bekommst. Okay, ist ja kein Problem. Respektloses Kind. Ihr seid ja arabischsprachig, oder? Ja, natürlich. Ja. Die kommt wahrscheinlich sogar aus dem Irak. Du bist aus dem Irak. Das ist gut. Was bedeutet das? Krass, okay. Ich habe eine Frage. Was bedeutet Nabit? Alkohol, oder? Mhm. Okay, bevor ich mit meiner Argumentation anfange, ich möchte gerne euch ein paar Sachen zeigen, okay? Und danach möchte ich euch gerne noch einen Hadithen zeigen. Zwei Hadithen, sorry. Also, zuerst kommen wir zu Tafsir Ibn Abbas. Soll ich so rummachen? Das ist vielleicht besser für euch. Genau. Also du kannst es auch verkehrt herumhalten. Ich kann dich später sagen, warum, aber erzähl. Ali, mach mal auf stumm, du redest immer dazwischen, ja? Red nicht so viel dazwischen, sei leise oder mach auf stumm. Also, erzähl bitte, Sheikh. Schweig, kannst du zu deinem Hund sagen. So ist ja, das sag ich doch gerade. Schweig, bitte. Guck mal, du. Warum macht die dritte Hund, Weltkrieg? Hund ist der, der dich. Ach, oder. Sulfika, also. Willst du weiter reden, ohne Hund als Hund zu beleidigen? Wenn Adrian endlich mal den Draht anteilt, dann ja. Und hör mal, bitte. Sulfika ist ein guter Junge. Sulfika ist ein guter Junge. Und er ist ehrlich. Er ist ehrlich gewesen, wo er gesagt hat, Nabit bedeutet Alkohol. Aber fangen wir an. Die persönliche Beleidigung ging ja wirklich von dem anderen Kollegen aus, aber Arian, man muss auch sagen, dem provoziert. Ja, ich weiß, das wollte ich ja gerade, darauf wollte ich ja hinaus. Die Provokation sagt ja auch was aus. Wie von mir ging eine Provokation aus? Was habe ich gesagt? Von Arian. Die haben sich halt gegenseitig gebieft und dann hat der Ali gerade quasi eine Beleidigung rausgehauen. Ey, hört euch doch mal auf, gegenseitig zu beefen, Mann. Ich weiß nicht, wo ist jetzt der Diss? Ich peil's nicht mal. Warte mal ganz kurz, Bruder. Sheikh, warte mal ganz kurz, Bruder. Adler, ich weiß nicht, ich glaube, du hast gerade ein bisschen ungerecht geurteilt, ne? Ich weiß es nicht genau. Der hat ja zu mir gesagt, geh auf stumm und dann bin ich auf stumm gegangen, als er am Reden war. Und dann war er fertig und habe ich gesagt, geh du jetzt auf stumm. Und dann hat er gesagt, nee, geh ich nicht. Und hat immer dazwischen geredet. Also wer ist jetzt im Recht? Er hat nicht dazwischen geredet. Du hast, nachdem er gefragt hat, hat er geantwortet und du hast einfach Ego-Probleme, die du nicht einsiehst. Aber wo und ist zwischendurch jetzt hat er dazwischen ich geredet. Halt nicht mal. Junge, Alter. Lass mich doch auf meinen Sohn. Warte mal ganz kurz. Hör doch auf mit dieser Kindergarten. Kannst du halt einfach bitte diesen Adrian runterkicken, damit wir einmal diese Diskussion friedlich zusammenführen können, weil der redet die ganze Zeit dazwischen, ohne irgendwie die ganze Diskussion weiterführen. Hör zu, guck mal, du entscheidest erstmal gar nichts. Hört auf, bitte euch zu beleidigen. Ich hole ihn, das ist seine letzte Chance. Ich hole ihn jetzt hoch. So, dann bitte Adrian mal, dass er leise bleibt, weil die Diskussion geht gar nicht mit ihm. Ich meine das ernst. Wo wärst du heute ohne Optik? Denkt gleich nicht nach. Okay, macht euch mal bitte, guck mal, lass ihn jetzt mal bitte. Seinen Punkt zu Ende bringen. Alkohol, scheiße, Mann. Wo wärst du heute ohne Optik? Stumm bleiben. Alle auf stumm. Ja. Jetzt wird der German Dream zum Albtraum scheiße. Okay, ich sag's. Shake. Okay. Also hier ist Abbas.
Er sagt hier bei zu 16, 67, und von den Früchten der Dattelpalme und Weintrauben, aus denen ihr starke Getränke gewinnt, Rauschmittel. Aber das ist aufgehoben. Es wird auch gesagt, dass dies bedeutet, sie erhalten daraus Nahrung. Und auch gute Nahrung. Eine rechtmäßige Nahrung wie Essig, Melasse, Sirup, Rosinen und andere Dinge, siehe darin, in dem, was ich euch erwähnt habe, ist tatsächlich ein Vorzeichen, ein Zeichen für Menschen, die Verstand haben, für Menschen, die glauben. Das ist doch schön, oder nicht? Bruder, das war K.O. Das war jetzt K.O. K.O. Ja, ich weiß, K.O. Aber Ali, das ist richtig. Ich weiß, das ist richtig. K.O. Das war richtig. Das war richtig. Ich weiß, das war richtig. K.O. Ganz kurz, ganz kurz. K.O. K.O. Ja, das ist K.O. Wir sind. Ich warte doch. Ich geb dir. Ich geb dir. Ich sag dir. Das ist ein. Das war K.O. Ich weiß. Deswegen warte doch. Hör zu. Deswegen warte doch. Warte, er ist noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Guck mal, Abu Ali hat doch gesagt, er will doch danach noch zwei Hadithe lesen. Also, ich hab dich gerettet von einer Seite, aber von anderer Seite nehme ich dich jetzt mit. Warte. Mach einfach. Also, dann schauen wir mal, was Mohammed hier macht. Es wurde von Abdullah bin Masud überliefert. In der Nacht des Dschinn sagte der Gesandte Allah zu ihm, hast du Wasser für die Waschung, also für Wudu? Er sagte, nein, ich habe nichts außer etwas Nabit in einem Gefäß. Er sagte, gute Datteln und reines Wasser. Daher, es gibt keinen Schaden durch das Mischen der beiden. Also vollzog er damit die Waschung. Dies ist die Erzählung von Waqi. Das steht genauso auch in... Der Hadith ist daif. Ja, die sind alle daif, Bruder. Das steht auch in Mishkat al-Masih 480, das steht in 481, das steht in Sunan Abu Dawud 480. Das tut in Sunan Ibn Majah 385. Ja, aber das nehmen die doch nicht. Sunan Abu Dawud nehmen die nicht, Sunan Ibn Majah nehmen die nicht, Jamia Tirmidhi nehmen sie nicht, Sahih Bukhari nehmen sie nicht, Sahih Muslim nehmen sie nicht. Ich möchte darauf antworten, er hat uns ja damit... Warte doch mal kurz, ich habe gesagt, Lass mich ausreden. Also, Bruder, mach mal groß. Ich wollte zwei Tage zeigen. Ja, der zweite, ja. Weil also, er hat ja am Anfang gesagt, dass Nabit Alkohol heißt, richtig? Ja, extra habe ich habe ja. Extra, also euer Prophet macht Wudu mit Alkohol. Alhamdulillah. Also, machen wir weiter mit zweite Ding. Charlatane. Jetzt bist du ruhig. Hast du ruhig, machst du Knockout jetzt. Warte. Ich habe Überschrift gemacht. Mohammed war die ganze Zeit dicht. Ich erzähle euch die Geschichte. Datteln wurde trinken. Ja, mit einem Spritzer, ich sag sauer Wasser. Hey, guck mal, geschüttelt, nicht gerührt, also warte kurz. Hey, guck mal, ich hab dich reden lassen, damit du das jetzt vernünftig zu Ende Bruder, bringst. Ich hab doch gesagt, zwei Hadithe. Ja, zwei Hadithe, davor machst du mir eine Tanzeinlage. Mach doch jetzt einfach, fang doch einfach an. Ja, dann redet nicht dazwischen. Also, okay, Sheikh. Datteln wurden für den Apostel Allahs PBU Benz AMG in Haut eingelegt, die oben zusammengebunden war und in einem Mund hatte, was morgens eingeweicht wurde, trank er abends und was abends eingeweicht wurde, trank er morgens. Er war die ganze Zeit dicht. Dann hier Ibn Abbas berichtete, Rosinen wurden für den Gesandten Allahs Friede sei mit ihm
in einem Wasserschlauch eingeweicht. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber damals wurde Wein und so auch zu Jesuszeiten in Schläuche verteilt. Richtig. Und er trank es an diesem Tag, am nächsten Tag und am folgenden Tag. Am Abend des dritten Tages trank er davon und gab anderen etwas davon. Wenn etwas davon übrig geblieben ist, wenn er noch was übrig gelassen hat für die anderen überhaupt, würde er es verschütten. Also hat er andere zum Alkoholtrinken verführt? Bezogen von Muslim. Wenn er war so besoffen, manchmal hat er was aber übrig gelassen für die anderen armen Leute, weißt du? Okay. Bruder Harold, Warum? Ich versuche es so einfach wie möglich zu sagen. Ja, weil du so schlau bist. Ich sag dir. Du bist gerade, also ich versuche dir das so zu. Wie mache ich das vorsichtig? Das ist schwierig. Du hast gerade Quellen gezeigt. Guck mal, du hast gerade ein bisschen drumherum geredet. Warum werde ich unterbrochen? Lass mich doch reden. Warte mal kurz. Du hast gerade ein bisschen drumherum geredet. Lass ihn doch mal reden. Ihr habt doch gerade die ganze Zeit geredet. Lass den Jungen doch mal reden, Alter. Nein, ich warte nicht. Du fliegst hier selber gleich raus, wenn du so viel redest. Du hast gerade drumherum geredet. Komm zum Punkt. Ja, ich komme zum Punkt jetzt. Es ist schwierig. Du wirst verstehen, warum ich jetzt gerade so anfange. Ich hätte dir auch andere Passiere zeigen können. Ich versuche dir das gerade zu erklären, ohne dein Herz zu brechen. Verstehst du mich? Du hast gerade zehn Minuten gesprochen. Ja, meines Lebens geraubt. Okay? Und du, Ich möchte ein bisschen Ruhe reinbringen, warte ganz kurz. Ich möchte kurz ein bisschen Ruhe reinbringen. Guck mal, du hast vorhin Knockout, Mockout geredet. Ich habe extra ein Tafsir gezeigt, der wo dir gut ist. Ich hätte Tafsir al-Jalalain aufmachen können, Kafir aufmachen können, die sagen was ganz anderes. Okay, also Also feier dich nicht zu früh, mein Freund. Okay, kein Problem. Ich feier mich nicht zu früh. Dann habe ich eine Frage. Tanwir al-Miqbas, li Tafsir ibn Abbas. Von wem ist das Buch? Das hab ich ihn gerade eben schon gefragt. Akzeptiert ihr eure eigenen Bücher nicht? Das sind keine Schia-Quellen. Ich meine, das sind böse Arian, aber das sind keine Schia-Quellen. Das sind alles Sunna-Quellen. Die Leute, die Sunna. Ich meine, das ist böse, Mann, aber gerade als Ex-Muslim, gerade aus dieser Richtung, muss ich das einfach zugeben. Es ist halt eben die Wahrheit. Sehr gut, super. Danke. Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, das akzeptieren sie alles nicht. Sie haben eigene Quellen. Okay, kein Problem, aber wir haben die sechs kanonischen.